Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum ersten BIA Online Forum hier bei uns in Solingen bei BIA. Einige von Ihnen kennen schon die BIA Fachtagungen, die wir in den letzten Jahren hier unregelmäßig durchgeführt haben. Und diese Tradition der Information über neue Technologien, über das, was BIA umtreibt, wollen wir nun online weiterführen. Mein Name ist Jörg Püttbach, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der BIA-Gruppe und darf Sie heute durchs Programm führen. Kommen wir zur Agenda. Was haben wir heute vor? Zunächst möchten wir Ihnen den Technologiemanager Automotive vorstellen, den wir neu bei BIA im Team haben. Dann geht es um die neuen Entwicklungen der BIA-Gruppe, um ihre Standorte. Da werde ich Sie ein bisschen in der Welt herumführen. Danach werde ich eine Diskussion mit Dr. Markus Dahlhaus haben zu dem Thema REACH und den Aktivitäten der BIA-Gruppe zur Umstellung auf Chrom-6-freie Verfahren. Last but not least geht es um unsere neue Lackieranlage, die Ihnen der Leiter unserer Prozesstechnik und Entwicklung, Dr. Felix Heinzler, vorstellen wird. Die ganze Zeit über können Sie Fragen stellen. Und diese Fragen stellen Sie auf Ihrem Screen. Rechts oben gibt es dort einen orangen Button. Sie tippen einfach Ihre Frage ins Feld. Und danach werden wir diese Fragen ganz am Ende des Programms beantworten. Beginnen wir mit der Vorstellung von Dr. Markus Heeb. BIA ist sehr froh, dass wir Markus Heeb, einen allseits anerkannten Experten für die Oberflächentechnik, gewinnen konnten und als Technologiemanager Automotive in Zukunft zu unseren Kunden schicken, also zu Ihnen schicken können. Er soll eine Art Lobbyarbeit für unsere Oberflächentechnologien machen und Ihnen diese präsentieren bzw. auch Anregungen von Ihnen aufnehmen, was neue Entwicklungen und Innovationen angeht, damit er sie hier ins Haus tragen kann. Doch am besten ist, Dr. Heeb stellt sich selber vor, dafür haben wir einen kleinen Film vorbereitet. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Markus Heeb. Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder und bin seit dem 1.11. der Technical Manager Automotive der BIA-Gruppe. Ich habe Chemie studiert, habe meine Promotion in Chemical Vapor Deposition Technology erfolgreich abgeschlossen. Das war Ende 99, Anfang 2000 habe ich dann bei einem großen Chemikalienhersteller angefangen, in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung angefangen. Danach bin ich noch 3 Jahre lang in das Marketing gewechselt, habe dort als Produktmanager die Beschichtung von Kupfer, Nickel und Chrom auf unter anderem Kunststoffsubstraten verantwortet. Und danach hat mich aber die Praxis noch mehr gereizt und ich bin schließlich zu den Beschichtern gewechselt. Im Wesentlichen habe ich bestehende Abläufe optimiert dabei. Ich habe neue Verfahren eingeführt, habe die entsprechende Anlagentechnik dafür mitgeplant, die Anlagen umgebaut und eins meiner größten Projekte in der Vergangenheit war sicherlich der komplette Neubau einer Galvaniklinie. Ich konnte zusätzlich aber auch noch weitere Kenntnisse in den Bereichen Spritzguss, Lackieren und anderen Oberflächentechniken im Laufe der Zeit dazu gewinnen. Ich kenne BIA seit 20 Jahren, seit ich eben in der Galvanotechnik tätig bin. Was mich an BIA immer begeistert hat, war die Art und Weise, wie sie Design und Funktion mittels galvanotechnischer Verfahren kombiniert haben. Für mich waren schließlich 3 wesentliche Gründe ausschlaggebend, mich bei BIA zu bewerben. Das war zum einen, sie veröffentlichen regelmäßig neue Designtrends, insbesondere natürlich auf dem Gebiet des Galvanisierens und der Oberflächentechnik. Sie haben eine klare Globalisierungsstruktur. Und was auch wichtig ist, für mich zumindest, ist, BIA ist inhabergeführt. Die Geschäftsführung hat ein sehr hohes technisches Know-how. Und das ist natürlich die Grundlage für schnelle
richtige und vor allen Dingen auch nachhaltige Entscheidungen. Ich möchte Designer und Produktentwickler bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen, indem ich ihnen die aktuellen Lösungsmöglichkeiten der BIA-Gruppe vorstelle. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch die neuen Trends aufnehmen, damit unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung auch zukünftig die idealen Lösungen bereitstellen kann. Kurz gesagt ist es meine Aufgabe, eben die Anforderungen des Marktes mit dem Portfolio der BIA-Gruppe abzustimmen. Also der Reiz der Position liegt für mich in den Herausforderungen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind und auch mit denen wir in Zukunft konfrontiert sein werden. Wir haben aktuell zum Beispiel die Herausforderung, dass wir von dem Chrom-6-Verbot in der Galvanik sehr stark betroffen sind. BIA ist schon seit Jahren auf der Suche nach Alternativen, auch relativ erfolgreich. Aktuell planen wir den Umbau sämtlicher Galvanikanlagen im Rahmen unserer Substitutionsstrategie. Dazu brauchen wir natürlich auch die Unterstützung unserer Kunden und auch der gesamten Lieferkette. Also meine Aufgabe wird es eben sein, die Kommunikation zu koordinieren und auch den Umstellprozess auf Chrom-6-freie Verfahren entsprechend erfolgreich in der Linie umzusetzen und in der gesamten Lieferkette umzusetzen. Eine weitere Aufgabe wird natürlich die Initiierung neuer Projekte sein. Gerade bei der Suche nach Chrom-6-Alternativen haben wir uns mit der ein oder anderen Technologie befasst und dabei haben wir durchaus interessante Lösungsmöglichkeiten gefunden oder zusätzliche Aufgabenfelder gefunden. Diese Technologien waren zwar nicht geeignet, das Verchromen zu ersetzen, aber sie sind hervorragend dafür geeignet, eben entsprechend eine Ergänzung zum Chrom zu bieten. Und diesen Mehrwert wollen wir natürlich dann mit unseren Kunden auch erarbeiten. Ja, liebe Vertreter der OEM und der First Tier, Dr. Heeb ist für Sie da. Bitte zögern Sie nicht, ihn auch anzusprechen. Dr. Heeb hat es erzählt, er nimmt die Interessen der BIA-Gruppe weltweit wahr, denn BIA interessiert sich weltweit für die Automobilhersteller. Wir wollen in all unseren Werken präsent sein und auch mit Technologie präsent sein. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema, der Vorstellung der BIA-Gruppe, das ich nun ein bisschen mit ein paar Bildern vornehmen darf. Ja, meine Damen und Herren, unter BIA verstehen wir heute eine Unternehmensgruppe mit weltweiter Präsenz. Wir haben 3 Standorte in Europa, einen in China und den neuen Standort in Mexiko. Und BIA ist damit an allen wesentlichen Märkten vor Ort vertreten. Das Herz der BIA-Gruppe schlägt allerdings in Solingen. Hier werden die Standards definiert und die Innovationen entwickelt, die wir dann weltweit anbieten. Ob in Wuxi, in San Luis Potosí oder in Nitra. Überall gibt es die BIA-Qualität. Dafür setzen wir an allen Standorten auf die beste verfügbare Anlagentechnik. Mit insgesamt 150 Spritzgussmaschinen in 1, 2 und 3K-Technologie, 10 Kunststoff- und 2 Metallgalvaniken erfüllt BIA die Anforderungen der weltweiten Automobilindustrie. Alle Werke sind dabei mit der erforderlichen Prüftechnik ausgestattet. Dazu kommt das etablierte BIA-System zur Prüfung auf Oberflächenabweichungen, das auf den geschulten Augen unseres Prüfpersonals basiert. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Umweltschutz ist für BIA Unternehmensziel und Herzensangelegenheit. Ressourcen schonen, Stoffkreisläufe sicherzustellen und Abfälle zu minimieren gehört genauso zu unseren täglichen Aufgaben wie die Herausforderung einer klimaneutralen Fertigung. Dieses Ziel will BIA bis 2025 erreichen. Natürlich arbeiten wir auch weltweit an dem Ersatz problematischer Stoffe. Eine Chrom-6-freie Verchromung ist an vielen der BIA-Werken schon Standard. Die Chrom-6-freie Vorbehandlung wird ab 2021 in einer neuen Anlage in Solingen erprobt
optimiert, um sie dann in allen anderen BIA-Produktionsstätten einzusetzen. Zu den BIA global verfügbaren Technologien und Produkten kommen Spezialisierungen in den einzelnen Werken. So können wir in Nitra auch Polyamidkunststoffe veredeln. Und in Solingen bieten wir neben Kunststoffteilen auch verchromte Metallbauteile inklusive der kompletten Bearbeitung an. Und auch ab sofort gibt es in Solingen lackierte Oberflächen. Besonders stolz sind wir auch auf das jüngste Mitglied der BIA-Familie, unser Werk in San Luis Potosí in Mexiko, durch das sie nun unsere Werkleiterin vor Ort, Pia Franzen, auf eine virtuelle Tour mitnehmen wird. Ah, buenos dias. Guten Tag und herzlich willkommen bei BIA Mexiko. Und begleiten Sie mich doch bitte auf eine Tour durch unsere Firma. Als erstes gehen wir zur Galvanikanlage und kommen hier in den Auf- und Absteckbereich. Dies ist die größte Anlage der 12 Galvano-Anlagen in der BIA-Gruppe. Wir planen von vornherein den Chrom-3-fähigen Prozess. Geplant wurde die Anlage von Patrick Püttbach, der uns auch beim Aufbau begleitet. Wir können so von seiner Erfahrung profitieren, die er über Jahre und 5 Anlagen schon gewonnen hat. Ich möchte das Augenmerk auf die Logistik richten. Natürlich ist es leicht, wenn man auf der grünen Wiese plant, die Wege kurz zu halten, und wir haben sehr darauf geachtet und ich bin sehr froh, dass uns das gelungen ist. Der Spritzguss ist bereits in wenigen Tagen produktionsbereit. Wir werden hier Maschinen haben im Bereich von 125 Tonnen bis 650 Tonnen Zuhaltekraft. Und wir beginnen sofort mit dem Mehrkomponentenspritzguss. Die Abwasseranlage ist nach BIA-Standards mit Batchverarbeitung geplant. Dies ermöglicht uns, den Wasserverbrauch maximal zu reduzieren und Rohstoffe zu recyceln. Das mag sich wie eine Selbstverständlichkeit anhören, ist es in der BIA-Gruppe auch, aber für den mexikanischen Standard ist dies absolut neu. Im April 2021 werden wir die Serienproduktion starten. Und auch die IATF-Zertifizierung wird noch in 2021 initiiert. Wir konnten bereits für alle Fachbereiche gut qualifiziertes und motiviertes Personal finden und freuen uns auf den Start. Ja, vielen Dank, Pia. Mexiko ist wirklich ein spannendes Projekt und auch wenn noch nicht alles ganz fertig ist, so sind wir doch sehr zufrieden mit dem Fortgang der Arbeiten und wir glauben, dort dann auch pünktlich mit der Produktion starten zu können. Wir haben gehört, dass auch in Mexiko die Installation einer dreiwertigen Verchromung geplant ist und damit kommen wir zum Thema REACH und den laufenden Autorisierungsverfahren zum in den Kunststoffgalvaniken eingesetzten Chrom 6. Dies beschäftigt die Branche jetzt schon seit vielen Jahren und es wirft kein gutes Licht auf die EU-Kommission, dass sich die Entscheidung bezüglich der Autorisierungsanträge jetzt schon seit vielen Jahren verzögert. Zu diesem Thema möchte ich mich nun mit BIA-Geschäftsführer Dr. Markus Dahlhaus austauschen. Markus beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den REACH-Prozessen. Er hat an allen BIA-betreffenden Autorisierungsanträgen mitgearbeitet, ist aber vor allem Chemiker und als solcher ein echter Fachmann, was den Einsatz Chrom-6-freier Verfahren angeht. Markus, jetzt haben wir uns ja schon in den Autorisierungsanträgen umfangreich mit den Alternativen zu sechswertigen Verfahren auseinandergesetzt. Jetzt hat die EU-Kommission die Antragsteller aufgefordert, zusätzlich einen sogenannten Substitutionsplan einzureichen. Was hat es damit auf sich? Ja, die Europäische Kommission hat im letzten Jahr eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof erlitten, weil dort eine Entscheidung getroffen worden ist in einem anderen Autorisierungsfall, wo das Europäische Gerichtshof festgestellt hat, dass für in die Falle dieser Autorisierung eben nicht ausreichend alle Alternativen abgetestet worden sind. Das bedeutet, dass für die weiteren Autorisierungen die Europäische Kommission einfach sicher sein will, dass die Antragsteller ausreichend die Alternativen abgetestet haben, gesichtet haben und vor allen Dingen, wie sie planen, Alternativen in ihre Prozesse einzubringen. Ah,
Okay. Und was bedeutet das jetzt für die Branche und insbesondere für Bia, auch wenn man an die weltweiten Standorte denkt? Also wir haben einen Substitutionsplan erstellt und wir werden diesen Substitutionsplan jetzt auch umsetzen. Das heißt, wir werden an allen Standorten das Chrom 6 in der Verchromung, also bei der elektrolytischen Verchromung, bis 2025 durch die dreiwertige Verchromung ersetzen, sodass wir da dann sagen können, ja, Bia liefert die Oberfläche Chrom 6 frei. Okay, und wie sehen die Zeiträume für die Chrom 6 freie Vorbehandlung aus? Da muss man ganz klar sagen, der FGK-Ringversuch hat nochmal deutlich auch... FGK ist der Fachverband Galvanisierte Kunststoffe. Genau. Der hat, der macht seit Jahren eine Marktbeobachtung, wie weit sind die Ersatzverfahren für die normale Chromschwefelsäurebeize. Und da kann man sagen, dass die Ergebnisse aus den letzten Jahren noch deutlich gezeigt haben, dass hier ein Entwicklungspotenzial noch da ist. Wir müssen also noch in der Entwicklung an diesen Prozessen arbeiten. Das heißt, wir müssen nach und nach jetzt sehen, wie können wir diese Verfahren anpassen an unsere Bedürfnisse, an unsere Bauteile. Wir werden deshalb hier am Standort in Solingen in diesem Jahr oder im kommenden Jahr 2021 eine neue Galvanik aufbauen, die uns dann ermöglicht, Stück für Stück die Bauteile mit idealen Bedingungen zu entwickeln, sodass wir dann diese Technologie, Chrom-6-freie oder chromfreie Vorbehandlung, auf andere Standorte auszurollen. Das Ganze wird aber noch, würde ich sagen, so 8 bis 12 Jahre dauern. Okay, jetzt ist ja für die Umstellung dieser Chrom-6-freien Prozesse natürlich auch die Zustimmung der Kunden, der Tier-1s und natürlich auch der OEMs erforderlich. Also wie läuft denn dieser Prozess der Abstimmung? Also es ist komplizierter, als man denkt. Am Anfang hat es große Probleme jetzt bei der Chrom-3-Umstellung alleine schon wegen des Mischverbaus gegeben. Man hatte gesagt, okay, farbliche Abweichungen können wir nicht akzeptieren. Das Thema ist eigentlich geklärt. Nun geht es aber los, dass man sagt, man muss in der Lieferkette neu bemustern und alles diese Absprachen erfordern unheimliche Geduld. Das dauert doch erheblich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist, Verfahren in der laufenden Serie, Artikel in der laufenden Serie umzustellen. Wir haben ein paar Vorteile. Wir haben in der Slowakei schon seit 2012 Bauteile, seit 2015 Bauteile in der Serie und können dort sagen, das funktioniert, aber einen laufenden Artikel umzustellen, das ist sehr, sehr schwierig. Wie ist die Kooperation der OEMs? Ziehen die mit bei diesen Umstellungen? Also so ein Umstellungsvorgang funktioniert ja so, dass wir im Vorfeld die Artikel bei uns auswählen und wir diese schon einmal komplett durchbemustern. Wir wollen natürlich auch sicher sein, dass diese Artikel auch funktionieren in der anderen Oberfläche. Dann informieren wir unseren direkten Kunden und den OEM. Und dann muss man eben durch die Lieferkette diese Bauteile nochmal neu bemustern. Wir haben einfach festgestellt, dass das schon sehr viel Kommunikation innerhalb der Lieferkette benötigt. Und das ist eigentlich das Schwierige. Die OEM als solches sagen erstmal, ja, wir möchten gerne umstellen. Aber wenn es dann in die Detailarbeit geht, wenn es an den einzelnen Artikel geht, dann wird es schwierig. Okay. Manche Kunden fordern ja in ihren Neuanfragen jetzt schon eine komplett Chrom-6-freie Fertigung, also Chrom-6-frei hergestellte Oberflächen. Ist das überhaupt schon realistisch? Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass die Vorbehandlung eigentlich im Augenblick das Problem ist. Da brauchen wir einfach noch Zeit. Es gibt einige Artikel, ganz klar, die werden auch jetzt schon funktionieren, aber die Gänze der Artikel, die können wir nicht komplett Chrom 6 verherstellen. Deshalb rate ich jedem, die Neubauteile mit einer Chrom 3 Oberfläche zu vergeben. Eine Chrom-6-Oberfläche in der Anfrage, Chrom-6-freie Vorbehandlung in der Anfrage schon zu hinterlegen, aber die klassische Chrom-Schwefelsäure-Beize zunächst als Backup zuzulassen. Wir werden das dann nachher umstellen können während der Serie, weil die Vorbehandlung ist nicht endkundenrelevant. Man sieht das ja nachher nicht, ob es mit Chrom-6 gebeizt ist oder ob es Chrom-6-frei hergestellt ist. Okay, es sind ja teilweise immense Umbauten oder auch Neubauten von Anlagen erforderlich.
Und du hast es schon gesagt, BIA wird in 2021 eine komplett neue Galvanikanlage errichten, Chrom 6 frei. Mhm. Und was ist das Besondere dieser Anlage? Vielleicht kannst du was darüber erzählen, was wird diese Anlage können? Ja, wir brauchen ja eine Anlage, die in der Lage ist, Artikel praktisch in der Serie von Chrom 6 Beize auf eine chromfreie Vorbehandlung umzustellen. Da wir dieses Ganze noch entwickeln müssen, werden wir hier eine Anlage aufbauen, die eine komplette zweite Vorbehandlung hat, die dann frei programmierbar ist, sodass wir hier individuell für die Artikel die Vorbehandlung entwickeln können. Mit diesen Parametern, die wir dann dort gewinnen, werden wir sehen, wie wir die anderen Anlagen umbauen können. Das ist also das ganz Besondere an der Anlage. Wir kombinieren das dann allerdings mit einem getakteten Restautomat. Das heißt, vorne an können wir die Zeiten frei bestimmen, aber dahinter werden wir die bewährten Technologien einsetzen, die es auch heute gibt, die dann die tatsächliche Oberflächenqualität ausmachen. Das ist natürlich schon was Besonderes. Natürlich wird die Anlage auch in der Lage sein, unsere BIA-Technologien abzubilden, wie die Lasertechnik. Wir werden in der Anlage abbilden können die unterschiedlichen Mattoberflächen und natürlich alles mit einer Chrom-3-Oberfläche, die aussieht wie tatsächlich eine echte Chrom-6-Oberfläche. Ja, so hat BIA ja dann in Zukunft alle Investitionen, alle Optionen. Aber die Investitionen, die sind natürlich auch immens. Ich weiß das nur zu gut, denn ich musste ja auch die Gelder mit freigeben. Lohnt sich dieser ganze Aufwand überhaupt? Kann man Chromoberflächen nicht irgendwie einfacher herstellen? Also wir haben hier viel getrieben. Ich glaube, unsere Entwicklung hat zig Verfahren durchgetestet, angefangen bei Folienhinterspritzung, über PVD-Technologie, wir haben Lackieren gemacht, wir haben Molding Color ausprobiert, wir haben vieles gemacht. Es gibt keine Oberfläche, die tatsächlich die Eigenschaften einer echten Chromoberfläche, ich sag mal, auch nur annähernd imitieren kann. Es gibt eine Nischenanwendung hier, eine Nischenanwendung da, aber in Gänze wird keine Oberfläche diese Wertigkeit einer Echtmetalloberfläche in Chrom erzeugen können. Und weil das so ist, sind wir fest davon überzeugt, dass auch in Zukunft Chromoberflächen in den Fahrzeugen, besonders in den wertigen Fahrzeugen, zum Einsatz kommen werden. Weil man kann Chrom einfach nicht ersetzen. Chrom ist Chrom. Das ist so. Okay, danke Markus. Wie gesagt, Fragen auch zu diesem Thema gerne jederzeit über die Chat-Funktion. Einfach reintippen und absenden. Wir werden uns später damit auseinandersetzen und Markus wird da auch noch zur Verfügung stehen. Gut, Markus Dahlhaus hat es gesagt, wir sind Fans der Echtchrom-Oberfläche. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns auch intensiv mit Alternativtechnologien und das hat dazu geführt, dass wir eine brandneue Lackieranlage derzeit in Betrieb nehmen. Und Dr. Felix Heinzler, der Leiter unserer Entwicklung und Prozesstechnik, wird Ihnen diese und die Möglichkeiten, die BIA damit hat, nun vorstellen. Ja, herzlich willkommen zu meiner Präsentation Oberflächenvielfalt aus einem Werkzeug. Ich darf Ihnen ein paar erste Informationen zu dem gerade frisch installierten Paintshop, also unserer Lackieranlage, hier in Solingen geben. Wir haben den Firmenslogan BIA die Oberfläche. Das implementiert verschiedenste hochqualitative Dekorationen im Automotive. Bisher waren wir allerdings nur in der Lage, die entsprechenden Molding Color Teile oder galvanisierten Teile auch zu liefern. Alles, was in Richtung PVD oder lackierte Oberflächen ging, wurde über entsprechende Zulieferer abgebildet. Das funktioniert, ist aber vielleicht nicht für die innovativen Anwendungen, die wir uns so vorstellen, die beste Lösung. Also haben wir einen entsprechenden Auftrag, dass wir den Aufbau einer Lackieranlage am Standort Solingen mit SOP 2020, also quasi genau jetzt, hier aufbauen wollen, um unser Portfolio um hochwertige, innovative Lackbauteile dann aus eigener Herstellung erweitern zu können. Die Auslegung der Anlage erfolgt auf klassischen, hochwertigen Oberflächen, die im Bereich Lackierung gängig sind. Das sind natürlich die Hochglanz-Schwarzoberflächen Piano Black oder vielleicht auch in Zukunft dann die Matt-Schwarzoberflächen, auch ein Trend, der sich irgendwo abzeichnen kann.
Die Chromeffektlackierung zur, sagen wir mal, Erweiterung der Portfolio im Bereich Galvanik gibt es verschiedene Teile, die einfach sich besser lackieren lassen. Da gibt es in diesem Bild, was wir hier ja von einem aktuellen Autointerieur haben, die ein oder anderen Beispiele an Teilen. Und wir wollen natürlich die bereits bei uns gut installierten Technologien zur Laserstrukturierung für Nachtdesign und Ambientebeleuchtung hier weiter mit aufnehmen. Ja, kurz ein paar Eckdaten zur Anlage. Beschichtungskapazität. Es ist eine Anlage, die eine Lackierkabine hat mit zwei entsprechenden Lackierpositionen. Wir haben einen zentralen Handlingsroboter. Eine Skizze dazu schauen wir uns gleich auch noch an. Wir können 30 Quadratmeter pro Stunde in einem Einschichtsystem kontinuierlich lackieren. Wechseln wir auf Mehrschichtsysteme. Ja, wir haben nur eine Lackierkabine, müssen wir dann entsprechend in einer Batchverarbeitung diese im Kreis fahren. Dann sinkt die Beschichtungskapazität entsprechend so auf 10 bis 12 Quadratmeter, die wir in der Stunde als Kapazität haben. Aber wir bleiben in einem geschlossenen Kreislauf. Die Teile verlassen die Anlage dann nicht. Also eine ganz klassische Batch-Produktion, aber ohne Probleme, die sich durch gegebenenfalls notwendige Reinigungsprozesse zwischen den Schichten noch ergeben würden. Hier haben wir einmal eine Übersicht über die, ja, den Produktionsstandort in Solingen von BIA. Der ein oder andere kennt unsere Galvano-Linien, also die BIA 1 bis 4, die hier in den jeweiligen Bereichen aufgebaut sind. Und jetzt halt neu dazu gekommen die entsprechende Lackieranlage, die wir hier in diesem Bereich aufgebaut haben. Wie sieht die Lackieranlage jetzt im Detail aus? Wir haben eine sehr kompakte Roboterlackieranlage, die aus zwei zentralen Robotern besteht. Wir haben einen zentralen Handlingsroboter hier in der Mitte dargestellt, der von der Warenaufgabe die entsprechenden Warenträger mit den Teilen aufnimmt und in die verschiedenen Positionen der Lackieranlage dann jeweilig positioniert. Der ist innerhalb des Produktionsprozesses sehr beschäftigt, der Kollege. Und dann haben wir die bereits angesprochenen beiden Lackierpositionen mit einem auch dazu zentral aufgestellten Lackierroboter. Die Möglichkeit, eine sehr platzsparende Anlage aufzubauen, ergibt sich durch den sogenannten Rondelltrockner, der hier aufgebaut ist, wo die Teile im Prinzip als Fächerofen, wenn man so will, untergebracht sind und dann in verschiedenen Trocknungszonen die Lacksysteme durchgetrocknet werden können. Das ist ein spezielles Design von der Firma, mit der wir die Anlage aufgebaut haben, die halt eine sehr platzsparende Geometrie der Anlage insgesamt ermöglicht. Die Lacksysteme, die wir in der Anlage verarbeiten können, sind halt, wie schon gesagt, Ein- und Mehrschicht-Lacksysteme. Wir haben eine spezielle Applikationstechnik installiert, die es uns ermöglicht, auch sowohl lösemittelbasierte als auch hydrobasierte Systeme zu verarbeiten. Das heißt, hier sind wir sehr flexibel aufgestellt. Ein kleines Aber, bisher können wir keine UV-Lacke zum Beispiel für sehr kratzbeständige Clearcoats aufbringen. Da ist aber meiner Meinung nach auch nochmal ein komplett anderes Anlagendesign für notwendig. Wir könnten es nachrüsten, wenn es notwendig ist, aber in diesem Fall ist es erstmal so nicht vorgesehen. Für die meisten Systeme ist es allerdings auch erstmal so nicht notwendig. Das Teilespektrum, man sieht es hier in diesem Bild, wir können sehr komplexe 3D-Geometrien aufgrund des Warenträgerdesigns und der Lackierpositionen mit dem Lackierroboter entsprechend lackieren. Wir können sowohl Interieur und auch als Exterieur Lackaufbauten hier applizieren und natürlich der Fokus, wie schon gesagt, auf die entsprechenden Chromeffekt oder allgemein Metallic-Farben, wenn man so will, und die schwarzen Piano Black oder matt-schwarzen Oberflächen ist hier einfach der Fokus der Anlage. Wie bereits gesagt, Lack und Laserung ist für uns ein Thema, wo wir einfach unsere Kompetenzen in der Galvanik noch dann wieder mit einbringen können, was das Nachtdesign angeht. Da schauen wir uns gleich auch noch ein paar Beispiele zu an. Noch ein paar Eckdaten zu dem, was an Teilegröße in die Anlage passt. Wie schon gesagt, der zentrale Handlingsroboter greift im Prinzip einen Warenträger, auf dem die Teile dann angeordnet sind. Dieser Warenträger hat ein Abmaßen von 1400 x 800 mm, auf denen die Teile im Prinzip angeordnet werden können. Das Ganze hat eine Höhe oder eine maximale Höhe der Teile von 200 mm. Wenn man hier in den Aufgabebereich der Anlage schaut, dann sieht man aber schon, das ist ein relativ großes Spielfeld. Also da bekommen wir sowohl eine geschwungene Geometrie als Stacks, wie hier im Hintergrund aufgebaut, als auch die bekannten Zierleisten, die dann einfach eher flach angeordnet sind. Durch die Roboterlackierung können wir hier einfach auch sehr schön dem Teil entlangfahren und die komplexen Geometrien auch lackieren.
Ja, ein Spritzgießwerkzeug, verschiedene Oberflächen ist der Punkt, den wir uns, sagen wir mal, als Innovation irgendwo noch mit rausgepickt haben. Das heißt, wir haben ein Spritzgießwerkzeug für einen Teil, eine ABS-Oberfläche, die entsprechend galvanisiert wird. Polycarbonat im Hintergrund und durch unsere bekannte Bia-Nachtdesign-Technologie machen wir eine ambiente Beleuchtung möglich. Der ein oder andere kennt die Quattro-Badges, wie wir sie hier oben haben, oder die entsprechenden beleuchteten Türzieherleisten, wo eine Laserlinie einfach ein ambiente Licht ermöglicht. Wenn wir jetzt das Ganze mit einer Portfolioerweiterung koppeln wollen, können wir das gleiche Spritzgießwerkzeug nehmen. Für ABS-PC, was meistens der Lackierwerkstoff ist, ist das Werkzeug in jedem Fall geeignet. Im Zweifelsfall müssen wir gegebenenfalls ein zweites Heißkanalsystem vorsehen, die lassen sich aber recht gut tauschen. Spritzen entsprechend dann eine Charge für die galvanisierte Variante und beispielsweise eine Charge für eine lackierte Variante. Durch die Kombination von Lack- und Lasertechnologien können wir dann entweder wie hier unten bei den Türverkleidungsleisten oder hier oben bei den Badges dann zum Beispiel eine galvanisierte Variante mit ambiente Linie erzeugen und diese dann durch Chromeffektlackierung, Hochglanzschwarz oder Mattschwarzoberflächen ebenfalls mit einer ambiente Linie entsprechend versehen. Je nachdem, wie wir den Kunststoff im Hintergrund wählen, haben wir dann bei den mattschwarzen Oberflächen beispielsweise eine klar sichtbare weiße Linie, wenn sie nicht beleuchtet ist. Oder wir passen es entsprechend auf einen dunklen Hintergrund an, dass wir einen entsprechenden Verschwindeeffekt hier generieren können. Das bedeutet für uns, wir bleiben bei den Werkzeugkosten äußerst überschaubar, erweitern aber einfach sehr schön das Portfolio, wie man zum Beispiel eine Black Series in einem Innenpaket ausbauen könnte und hier ja im Prinzip dann direkt einen größeren Benefit an verschiedenen Oberflächen von unserer Seite aus mit wenig Aufwand erzeugen kann und das Ganze dann auch von dem gleichen entsprechenden Lieferanten bezogen werden kann. Damit darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wir wechseln auf ein paar bewegte Bilder aus einem Video, wie bei uns die entsprechende Lackieranlage aufgebaut ist, damit Sie einen Vor-Ort-Eindruck bekommen. Dankeschön. Nach der Programmauswahl und Freigabe werden die Bauteile auf den Warenträgern in die Anlage gefahren. Das Lackierfenster beträgt dabei 1400 x 800 mm. Die typischerweise in PC-ABS schwarz gespritzten Bauteile können sowohl für Interieur- als auch Exterieur-Anwendungen lackiert werden. Der zentrale Handlingsroboter nimmt die Warenträger auf und führt diese durch die Prozessschritte der Anlage. Der erste Schritt ist hierbei die Reinigung mit Trockeneis, die durch den Roboter selber durchgeführt wird. Anschließend gibt der Handlingsroboter die Träger auf die beiden Positionen der Lackierkabine. Die Lackieranlage kann sowohl lösemittelbasierte als auch wasserbasierte Lacksysteme verarbeiten. Um einen möglichst effizienten Ablauf auch bei Mehrschichtlacksystemen wie Chromeffektlacken zu ermöglichen, sind verschiedene Misch- und Dosierstationen vorgesehen. So kann ein effektiver Lackwechsel in kurzer Zeit für eine Batchproduktion genutzt werden. Nach der Lackierung ist der Handlingsroboter wieder gefragt und trägt den lackierten Warenträger von der Lackierkabine über die Abdunstzone dann in den Trocknungsbereich zum Aushärten des Lacks. Entsprechend der BIA-Philosophie ist die Anlage auch unter Umweltgesichtspunkten hocheffizient. So arbeitet die Anlage vollständig abwasserfrei, größtenteils im Umluftbetrieb und nutzt eine regenerative Nachverbrennung zur Reinigung der geringen Abluftströme. Lackieren, für BIA eine neue spannende Technologie. Aber mit dieser tollen Anlagentechnik und einem hochmotivierten und auch gut ausgebildeten Team glaubt BIA auch, die Herausforderungen dieser Technologie meistern zu können. Danke an Dr. Felix Heitzler, der sich jetzt auch zusammen mit Markus Dahlhaus und mir Ihren Fragen stellen wird. Diese haben wir ja schon ein wenig gesammelt und wir fangen an mit dem Themenkomplex REACH und Chrom 6 frei.
Und da geht es um in einer Frage um die Autorisierungszeiträume. Und zwar, Markus, du hattest drüber gesprochen. Kann es sein, fragt hier ein Zuschauer, dass wir am Ende zwei, also bedingt auch durch den Substitutionsplan, der jetzt eingereicht wurde, so ist es, glaube ich, gemeint, dass wir am Ende zwei unterschiedliche Autorisierungszeiträume bekommen für die Verchromung und für die Vorbehandlung? Also ich bin jetzt nicht ein Fachmann für europäisches Recht in dem Sinne, dass ich jetzt Jurist bin und voraussagen kann, was entschieden wird. Ursprünglich hieß es eine Anwendung, eine Autorisierungszeit. Es ist aber durchaus denkbar, dass wir für die Substitutionspläne zum Chrom, ja, zu der elektrolytischen Verchromung jetzt eine andere Übergangsphase, eine andere Substitutionsfrist bekommen als für die Vorbehandlung, weil wir ja sehr deutlich aufzeigen können, dass beide Technologien unterschiedliche Zeiträume brauchen, um seriensicher umgesetzt werden zu können. Es ist nicht hundertprozentig sicher, aber ich halte es schon für sehr wahrscheinlich. Okay. Zwei Zuschauer interessieren sich für das Thema Mischverbau. Es ist ja für die Umstellung von laufenden Produkten wäre es ja sehr vorteilhaft, das haben wir ja auch intern schon oft diskutiert, wenn man Produkte, die aus sechswertigen Verfahren hergestellt werden, mit Produkten aus dreiwertigen Verfahren eben gemeinsam im Auto verbauen kann. Wie ist denn da der Stand und wie stehen die OEMs dazu? Also die Chrom-3-Verfahren sind im Laufe der letzten Jahre immer besser geworden. Das heißt, die Farbe ist immer näher an die Chrom-6, die Farbe der Chrom-6-Oberfläche herangekommen. Gerade die sulfatischen Verfahren sind praktisch nicht mehr zu unterscheiden. Nichtsdestotrotz brauchen die Beschichter einen Rahmen, der abgesteckt ist. Und ich finde es eigentlich vorbildlich, was dort von der Volkswagen AG gemacht worden ist, die einfach gesagt hat, wir haben hier die Farbe des Urmusters und wir definieren eine Farbabweichung, die für verschiedene Einbaulagen dann einfach erlaubt ist. Sowas würde ich mir insgesamt auch von anderen Beschichtern oder von anderen OEMs wünschen. Dann sind wir in der Lage, diese Vorgaben zu erfüllen. Ich glaube, Mischverbau ist dann auch wirklich kein Problem mehr. Okay, dann noch eine Frage zum Thema der Marktverfügbarkeit bezüglich der Chrom-6-freien Vorbehandlung. Wenn das noch so im Entwicklungsprozess ist, ist denn sichergestellt, wenn die ersten Entwicklungen zum Erfolg führen, dass dann auch diese Verfahren sozusagen im ganzen Markt verfügbar sind und es nicht irgendwie zu Beeinträchtigungen des Wettbewerbs kommt? Also die Strategien der Chemiefachfirmen, also der Chemikalien- und Prozesslieferanten, die zielt natürlich immer darauf ab, dass man möglichst einen Vorteil aus einer Entwicklung zieht. Ich persönlich glaube aber, dass diese Verfahren, da sie sich im, zumindest was wir am Markt sehen, sehr ähneln, über kurze Zeit an ja, praktisch allen Lieferanten zur Verfügung stehen und damit eben auch im Markt ausgerollt werden können. Das heißt, für mich ist, wenn diese Technologie einmal funktioniert, das nachher kein Problem. Ich glaube, das wird dann jeder Anwender auch bekommen und wird diese Verfahren einsetzen können. Ja, dann noch eine letzte Frage zu dem Themenbereich. Besteht die Gefahr, dass sich die OEM und First Tiers von den Chromoberflächen abwenden, weil eben so viel Unsicherheit im Markt ist, diese Autorisierungsverfahren so lange dauern, die Entwicklung noch nicht ganz abgeschlossen ist? Wie ist die Nachfrage nach den Echtchromoberflächen denn aktuell? Ja, das ist natürlich eine Sache, das wissen einige der Zuschauer draußen an den Rechnern wahrscheinlich sogar besser als ich. Aber grundsätzlich kann man sehen, ja, es herrscht Verunsicherung. Dieser Schwebezustand schadet der Industrie, ganz klar. Man sieht auch vermehrt an Fahrzeugen eben andere Oberflächen im Einbau. Nichtsdestotrotz im Fahrzeuginnenraum sieht man, dass nach wie vor die Echtmetalloberfläche als wertige Oberfläche wahrgenommen wird. Und wir dürfen ja auch eins nicht unterschätzen. Fahrzeuge werden nicht nur für den europäischen Markt gebaut. Gerade im asiatischen Raum ist eine Echtmetalloberfläche
ein absolutes, wichtiges Ausstattungsmerkmal eines Fahrzeugs. Dort werden wir auch weiterhin die Echtmetalloberflächen im Fahrzeug sehen. Okay, vielen Dank. Kommen wir zu den Lackieroberflächen und damit zu Dr. Heinzler. Ein Zuschauer schreibt hier, es gibt viele Lackieranbieter auf dem Markt. Was kann denn BIA besser als andere? Was ist das Besondere? Ich glaube, da wird die Praxis uns, ja, sagen wir mal, demnächst Zeit lehren, was wir uns so theoretisch überlegt haben. Also grundsätzlich, glaube ich, haben wir zum einen einen Vorteil, der sich aus der Lackapplikationstechnik ergibt und dem, wie wir die Anlage aufgebaut haben. Die ist zwar als Kleinanlage erstmal ausgelegt, aber sehr flexibel und kann auch, sagen wir mal, eine Serienbedienung erzeugen. Der zweite Teil ist, dass wir insgesamt im Bereich der Oberflächen einfach schon sehr viel Erfahrung haben. Und wenn wir weiter in Paketen denken, dann auch die Chromumfänge, die wir jetzt schon produzieren, aus dem gleichen Spritzgießwerkzeug in Lackumfängen ergänzen können. Das heißt, hier so eine Black Series oder wie man sich das dann auch vorstellen kann, was man auch schon kennt, dann bei uns auch recht kosteneffizient dann umsetzen kann. Kombiniert sich wieder schön mit den Technologien, die BIA auch in-house hat, also sprich eine Laserapplikation, ambiente Beleuchtung, da fühlen wir uns ja auch im Chrom wohl. Das würden wir dann auf die Lackapplikationstechnik mit übertragen können. Okay, zu diesen innovativen Themen passt vielleicht die Frage, wie der neue Technologiemanager Automotive sich da bezüglich Lack positioniert. Soll er auch sich an Vorentwicklungen beteiligen oder wie ist seine Aufgabe dort? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist eine sehr schöne Spielwiese, die sich da noch mit zu ergibt. Ich sag mal so, von seinem Werdegang auch in der Galvanik sehr stark zu Hause, werden wir uns da durchaus dran versuchen, ihn auch in die Lack-Applikationstechnik und diese Oberflächen oder dafür zu begeistern und dann auf jeden Fall auch hier die Kontakte zu den OEMs zu knüpfen und hier auch den Ball dann wieder an uns zurückzuspielen, dass wir diese Entwicklungen aufgreifen können. Okay, Sie sagten eben eher eine kleine Anlage. Was ist, wenn die Kapazitäten nicht ausreichen? Wie geht es da weiter? Ich spiele den Ball gleich wieder zurück. Also 30 Quadratmeter pro Stunde Einschicht-Lack ist natürlich erstmal so okay. Wenn es in die Mehrschichtbereiche geht, sind da einfach Limits gesetzt. Der Aufbau der Lackanlage ermöglicht es uns, diese Technologie relativ schnell auf höhere Kapazitäten zu bringen. Also mit einer neuen Anlage könnte man diese, ja, ich nenne es jetzt mal Schachtelbauweise, relativ schnell auf 3 Lackapplikationsplätze erweitern, 3 entsprechende Trocknungsstände erweitern und so den Output entsprechend mindestens verdreifachen, wenn wir sehen, dass dieses Konzept zielführend ist. Ja, das ist ja auch die interne Absprache, die wir haben. Wir wollen die Erfahrungen machen mit der Anlage, wollen sehen, auch wie der Markt reagiert und haben dann natürlich schon im Hinterkopf auch die Kapazitäten entsprechend auszuweiten. Momentan sieht es ja anfragetechnisch auch schon ganz spannend aus. Ja, ist auf jeden Fall auch für uns natürlich ein neues Feld, auch für unseren Vertrieb ein neues Feld, aber wir stellen uns diesem. Okay, jetzt kriege ich doch noch 2 Fragen hier reingereicht. Einmal nochmal zum Thema Reach. Markus, da kommen wir nochmal zu dir zurück. Jemand hat auch hier, glaube ich, die Verbindung etwas verloren. Er fragt, wie ist denn jetzt die letzte Deadline, also die Terminschiene der Kommission oder der EU zu den Autorisierungsanträgen und zu den Genehmigungen? Da musst du vielleicht nochmal unterscheiden zwischen dem CETAC-Antrag und dem FGK-Antrag. Genau. Also der CETAC-Antrag ist ja ein Antrag, der von den Chrom-importierenden oder Chromtrioxid-importierenden herstellenden Unternehmen in Europa gemacht worden ist und der dann für die gesamte Branche die verschiedenen Anwendungsbereiche abgedeckt hat. Dieser Antrag wurde das CETAC-Einreichungskomitee wurde im Frühjahr aufgefordert, einen Substitutionsantrag für die Verchromung einzureichen. Der ist eingereicht worden bis zum Mitte, Ende August und liegt jetzt der ECHA vor zur Prüfung. Der für uns als BIA vielleicht noch wichtigere Autorisierungsantrag ist ja der FGK-Antrag. Dort wurde der Substitutionsantrag Anfang November eingereicht. Die Zeitschiene der ECHA sieht vor, diese Anträge, also die Substitutionspläne, so um es besser auszudrücken, diese Substitutionspläne bis Juli nächsten Jahres
zu bewerten und mit einer Empfehlung zu versehen, die dann an die Europäische Kommission wieder zur Entscheidung geschickt wird. Das heißt, ich persönlich rechne nicht damit, dass wir vor Oktober, November 2021 eine endgültige Aussage aus Brüssel bekommen. Wir werden, denke ich mir, im Sommer eine Empfehlung bekommen. Da wird übrigens dann auch die Frage beantwortet, gibt es unterschiedliche Perioden für die Verchromung und für die Vorbehandlung? Und dann schauen wir mal im Oktober, ob wir da dann eine endgültige Entscheidung haben. Okay, vielen Dank. Also es bleibt noch ein bisschen eine Hängepartie, aber die Verchromung ist ja nach wie vor erlaubt. Also es gibt ja keine Verbote. Und von daher sind wir ja da erstmal sicher und wir rechnen ja am Ende auch mit einem entsprechend ausreichend langen Autorisierungszeitraum. Genau. Jetzt kommt hier noch mal eine Frage zu den Unterschieden zwischen verchromten und lackierten Oberflächen. Also lackiert, ich nehme an, der Zuschauer meint vielleicht den Chrom-Effektlack, der ja uns ermöglicht, eine Oberfläche zu erzeugen, die so ähnlich aussieht wie eine matte Verchromung. Was sind die Unterschiede? Wo kann man was am besten einsetzen? Also der Chrom-Effektlack ist ja auch einer der Fokuspunkte für diese Anlage, die wir gerade im Prinzip die ersten Gehversuche mit testen. Ich glaube grundsätzlich, der erste Faktor ist ganz einfach der Cool-Touch-Effekt, der einfach bei einem Lacksystem nicht vorhanden ist. Auf der anderen Seite lassen sich über die Lacksysteme gegebenenfalls auch nochmal leichte Farbnuancen zum Beispiel einbringen. Von der Bauteilgeometrie her muss man auch fairerweise sagen, gibt es einfach verschiedene Geometrien, die sich besser verchromen lassen oder einfacher verchromen lassen und die sich einfacher lackieren lassen. Wenn man das auf Bauteile runterbricht, zum Beispiel Lüfterdüsen, die dann innen drin eine geschlossene Oberfläche brauchen, ist das in der Lackierung mit Sicherheit auch eine Herausforderung, aber besser umzusetzen. Ansonsten muss man sagen, ist der Chrom-Effektlack natürlich gerade in Bereichen interessant, wo ja, ich sag mal, nicht direkt angegriffen wird. Dünnere Linien als Ambiente oder als sagen wir mal, die Designkante angebracht wird, das lässt sich gut lackieren. Unsere bisherige Erfahrung ist, dass gerade auf flächigen Bauteilen der metallische Effekt nicht so gut rüberkommt, wie wenn man ihn wirklich über eine metallische Oberfläche erzeugt. Also hier muss man, glaube ich, durchaus unterscheiden, wo das Bauteil geometrisch angesiedelt ist, welcher Prozess dann der effektivste ist, um es zu produzieren, ja, und welcher Effekt dann letzten Endes als Wertigkeit erzeugt werden soll. Und man muss ja von einer Dreischichtlackierung ausgehen, zumindest wenn man in der Optik und in der Wertigkeit möglichst nah an die Echtverchromung rankommen will. Und ich glaube, dann sind ja auch die Kosten zumindest nicht mehr geringer als bei der echten Verchromung. Das sind ja, glaube ich, unsere Erfahrungen. Das sind sowohl die Erfahrungen, die wir jetzt bei der eigenen Kalkulation machen, auch das als das, was wir vom Markt über die letzten 2 Jahre zurückgespielt bekommen haben, dass die wirkliche Dreischichtlackierung in Chrom-Effekt, wenn eine entsprechende Wertigkeit erzeugt werden soll, da auch kostenspielig ist. Okay. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Ich glaube, die ist an mich gerichtet. Und zwar geht es da insbesondere auch um unseren Standort in Mexiko. Und zwar die Frage, wollen wir uns auch dann in Mexiko neuen OEMs zuwenden? Ja, das wollen wir. Das haben wir ja auch mit unserem Joint Venture in der Slowakei gemacht. Dort haben wir einen französischen Joint Venture Partner und sind auch darüber sehr stark an die französischen OEMs herangetreten. In Mexiko ist natürlich auch klar das Ziel, neben den deutschen First Tiers und deutschen OEMs, die selbst auch in Mexiko und den USA vertreten sind, auch eben lokale bzw. auch amerikanische Automobilhersteller anzugehen. Dafür bauen wir derzeit auch eine Vertriebsstruktur vor Ort auf. Das braucht natürlich seine Zeit und zum Teil sind natürlich auch die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um an die amerikanischen OEMs zu liefern, wieder etwas andere als die wir von den europäischen kennen. Aber es ist klares Ziel. Wir sind da auf dem Weg und wollen auch natürlich die guten BIA-Oberflächen auch der amerikanischen Automobilindustrie und der mexikanischen zur Verfügung stellen. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das war's soweit. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch meine letzte Karte finde. Nee, nicht mehr, habe ich jetzt hier im Fragenchaos verloren. Machen wir es so.
Das war der erste BIA Online, das erste BIA Online Forum. Ich hoffe, es war kurzweilig für Sie. Es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind auch, glaube ich, gut in der Zeit geblieben. 2 Minuten möchten wir noch von Ihnen in Anspruch nehmen. Nach meinen letzten Worten werden Sie eine kleine Umfrage eingeblendet bekommen. Wenn Sie uns da ein paar schnelle Antworten geben, wären wir Ihnen sehr dankbar. Und dann darf ich mich auch im Namen der Kollegen von Ihnen verabschieden und mich bedanken und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.